Sascha, unser Kapitän, nach einem 5:0. Also wenn es schlecht läuft, fragt man ja manchmal, woran liegt das? Aber wenn es gut läuft, kann man das auch so gut erklären, woran das liegt, dass es so sauber läuft momentan? Ja, woran es liegt? Ich glaube, dass die Mannschaft aus sehr, sehr guten Charakteren besteht. Jeder weiß ganz genau, was er machen muss. Und auch jetzt so die Wochen davor, wo es eigentlich auch schon gut lief, keiner hebt ab, alle ziehen an einem Strang. Nur so geht's, nur so können wir Erfolg haben, wenn alle Gas geben und 100% geben. Ja, und hat sich heute einfach auch wieder auf dem Platz wiedergespiegelt. Ich denke, wir hatten ein bisschen Probleme, die ersten halbe Stunde reinzukommen. Beine waren vielleicht auch müde. Aber hinten raus war es natürlich ein hochverdienter Sieg. Auf jeden Fall. Und du warst wieder maßgeblich beteiligt. Bist du verletzt raus oder hast du einen Schlag bekommen oder alles okay? Ja, erste Halbzeit beim Tackling an der Mittellinie trifft er mich sehr, sehr unglücklich. Am Oberschenkel habe ich direkt gemerkt, so ein ordentlicher Pferdekuss. Hatte mit Alme dann schon in der Halbzeit gesprochen, dass ich noch ein paar Minuten probiere und mache. Und war natürlich gut, dass ich noch das Dritte vorbereitet habe. Dann konnte ich ruhigen Gewissens Feierabend machen. Überhaupt, du bist in jedem Spiel von Anfang an jetzt hier das 13. in dieser Saison. Machst alles voll mit. So eine gute Form mit 6 Toren und 4 Vorlagen in dieser Saison bisher schon. Wie lange bleibt uns denn unser Sascha Pfeffer noch so in dieser Topform erhalten? Ja, gute Frage. Ich genieße natürlich das Hier und Jetzt, keine Frage. Was über den Sommer hinaus kommt, muss man sicherlich klären. Hoffe natürlich, dass der Körper so wie es geht noch weitermacht. Ja, man muss, denke ich, immer mal ein bisschen was investieren dafür. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich genieße es einfach nur. Und wir haben jetzt erst ein Drittel der Saison um und wollen natürlich noch weiter Gas geben. Dann wünschen wir viel Erfolg dabei. Am Freitag geht's weiter. Jetzt mal keine englischen Wochen. Wisst ihr schon, was er mittwochs macht? Ja, ich denke, wir sollten erstmal zusehen, dass wir unsere Körper ordentlich regenerieren, was ganz, ganz wichtig ist. Und tun dann uns natürlich sehr, sehr gut vorbereiten. Wird wieder ein geiles Spiel und wollen natürlich dort auch was mitnehmen. Ist endlich mal unser Tor wieder bei uns. Jan-Ole Sievers, schönen Dank, dass du da bist. Gerne, ja. Wie ist denn diese überragende Form von uns zu erklären, vor allen Dingen defensiv? Du hast zum 9. Mal zu 0 gespielt dieses Jahr. Ja. Es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu spielen, muss man sagen. Und dann läuft es natürlich auch umso besser, wenn man sich hinten auch versteht, untereinander. Und dann denke ich, passt das ganz gut. Und dann gibt jeder für den anderen alles, haut alles rein. Und dann ist es auf jeden Verlass. Und ja, dann kann man eben auch gut hinten zusammenhalten. Sieht auf jeden Fall auch nach guter Abstimmung aus mit Mike und vor allen Dingen auch mit Luca Sirsch, der immer ein gutes Stellungsspiel hat. Also ich denke mal, ihr habt das so eintrainiert und das bleibt jetzt hoffentlich länger so. Also ja, klar, hoffen wir auch, dass es länger so bleibt. Das ist natürlich von Spiel zu Spiel wird das auch, denke ich, ein bisschen besser, die Absprache immer ein bisschen besser. Und von daher hoffe ich, dass es auch so bleibt, ja. So, jetzt haben wir uns noch Tom Nattermann geholt nach seinem ersten Doppelpack hier zu Hause in dieser Saison. Tom, hast du lange dafür gebraucht, dass du auch mal im Bruno triffst? Hat dir das schon Kopfzerbrechen bereitet oder wusstest du so, das kommt irgendwann? Kopfzerbrechen nicht. Ich erwarte das natürlich selber von mir, aber Fakt ist auch, wir haben als Mannschaft die letzten Wochen brutal gut gespielt. Da war es dann auch für mich schwierig, weil Jamal ja auch trifft und trifft, da überhaupt reinzukommen. Und dann hatte ich das Pech gegen TB, gegen die Unterlatte. So ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich heute auch mal ein bisschen hier was zeigen konnte. Und sah das von außen so leicht aus oder war es auch im Spiel so einfach? Heute war der Gegner einfach eine Klasse schlechter als wir, aber auf jeden Fall sah es souverän aus bei euch. Ja, ich denke, bis zur 40. stand es 0-0 und bis dahin hat man die Qualität des Gegners schon gesehen, dass die verteidigen konnten und die haben auch ein paar ordentliche Konter gefahren, wo es auch brenzlig war. Einmal war es, glaube ich, knapp abseits hier. War wahrscheinlich gar keins, ja. Vielleicht war es sogar gar keins, ja. Also ich denke, die haben schon eine ordentliche Qualität, die spielen nicht umsonst in der Liga. Es ist gegen jeden Gegner in der Liga schwer, sieht man gegen Einburg, hat man auch gegen Bautzen gesehen, die in der Liga drunter spielen, wo wir nicht unser bestes Spiel abgeliefert haben, aber... Das ist eben Chapeau an die Mannschaft. Wir liefern ab und wir machen und machen weiter Druck, egal wie es steht. Und das zeichnet uns dies ja wirklich aus. Ja, man muss schon sagen, das war schon spektakulär, nach einem 2:0 dann einfach immer weiter, immer mehr Tore schießen zu wollen. Da lief es ja dann doch von alleine. Also das meinte ich mit, war es ein bisschen einfach. Natürlich bis zur 40. Minute hat es 0:0 gestanden, da war es schon Steine klopfen. Aber dann sah es ja aus wie im Rausch. Ja, du bekommst dann natürlich eine gewisse Leichtigkeit. Die letzten Ergebnisse sprechen ja für sich und dann
führst du 2-0, weißt, dass du ganz wenig Gegentore bekommen hast in der Saison und dann sagst du, was weiß ich, komm, wir geben jetzt weiter Gas, versuchen noch aufs Dritte, aufs Vierte und aufs Fünfte zu gehen. Und das ist natürlich auch eine Riesenqualität der Mannschaft, dass sie dann nicht sagt, wir verwalten. Hätten wir vielleicht letztes Jahr gemacht, weil wir uns da nicht so sicher waren, aber wir sind gerade durch diesen Pokalsieg sind wir als Mannschaft so zusammengewachsen und haben dann auch gemerkt, dass wir wirklich eine Riesenqualität haben. Dazu noch die Neuzugänge und deswegen denke ich, dass wir da wirklich immer weitermachen wollen und immer weiter Tore schießen wollen. Und nach deiner Einwechslung war da jetzt mal zusammen im Sturm, du und Jamal, das mal als Doppelspitze kommt ja auch nicht so oft vor. War das nur jetzt die Maßgabe, weil wir so gut führen oder kann das auch mal von Beginn an kommen? Weißt du da, wie das, seid ihr da einstudiert? Ich meine, es lief die ganze Saison mit einem Stürmer gut und es lief auch im Pokalfinale mit zwei Stürmern gut, heute mit zwei Stürmern gut. Gegen Einburg haben wir das Unentschieden auch, das Führungstor auch mit zwei Stürmern geschossen. Also Jamal und ich wünschen uns, mit zwei Stürmern zu spielen, also wir verstehen uns sehr gut, kennen uns ja schon seit Jahren. Und wir wissen, dass wir da die Räume viel besser besetzen können. Zumindest fühlt sich das als Stürmer besser an. Aber wir sind auch mit einem Stürmer brandgefährlich. Also da, natürlich würde ich mir wünschen, mit zwei Stürmern, da würde ich wahrscheinlich mehr spielen. Aber schau mal, was die Saison noch bringt. Die Saison ist jetzt gerade ein Drittel rum, 13 Spiele erst. Wir haben schon 34 Tore geschossen. Wo führt denn das noch hin? Ja, schauen wir mal. Wenn wir die Spiele 1-0 gewinnen, nehmen wir das natürlich auch gerne mit, solange wir die Dinger gewinnen. Aber natürlich macht das als Mannschaft viel mehr Spaß, mehr Tore zu schießen, mehr Tore bejubeln zu können und vor allem auch keine Gegentore zu bekommen. Das ist ja auch, Entschuldigung das Wort, aber es ist halt auch geil, einfach zu Null zu spielen für einen Torwart, aber auch für uns als Stürmer, weil du verteidigst eben gut, läufst vorne schon ordentlich an, im Mittelfeld arbeiten die Leute ordentlich. Das zeichnet uns einfach wirklich brutal aus, die Saison. Okay, wir hören jetzt auf, die Siege zu zählen und hoffen, ihr macht einfach weiter so am Freitag in Babelsberg. Toi, toi, toi. Mach mal. Tschüss. Ciao.